So, jetzt beginnt die Aufnahme. Ich habe euch hier ein kleines Holzbrett besorgt. Entschuldigung. Ich habe da ein Holzbrett besorgt. Ja, das ist von einer Bananenkiste oder Orangenkiste, wie er so noch sagt. Also, man geht her, macht diese Nadel mit so einem Schraubenzieher hier mal rauspuppeln. Dann braucht ihr diesen eckigen Klotz, der da so verbaut ist. Hier müsst ihr noch so eine Kerbe, wenn wir dann machen, zusammen. Wahrscheinlich seht ihr da nicht so viel, man muss es bohren. Nur mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe ein neues Kamerasetup, ich weiß auch nicht, wie der Ton ist. Man kann das hier abschleifen noch, man kann das anmalen, man kann es, keine Ahnung was. Ich werde jetzt die einfachste Variante nehmen. Und zwar müsst ihr erstmal hergehen, müsst hier einen Spiegel drauf malen. Am besten, ihr besorgt euch einen Stift. Ich mache eine kurze Pause. Ich werde mir jetzt schon einen Stift holen. Ich habe nichts vorbereitet. Leider. Oder warte mal, ich kann hier auch schon drüber lang. Vielleicht geht das sogar. Scheint zu gehen. So, dann braucht ihr ein Lineal. Natürlich auch Bananisch. Doch da irgendwo, warte, Sekunde. Ja, mir sieht nicht alt. Das ist das Tolle an dem Kamera-Setup gerade. Ah doch, hier ist ein durchsichtiges Lineal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Ihr braucht erstes Mal einen Stiel. So, das dürft ihr dann euer Stiel eures Baumes sein. Die werde ich ein bisschen länger machen. Dann geht er her. Geht hier immer raus. Also, hier müssen wir den Stiel noch ein bisschen nachziehen. Das ist der Baum komisch. So. Jo. Dann geht der immer her, macht solche Stiftdeckel weg. So, und dann geht er wieder her, nehmt euer Lineal. Nach außen nicht ganz so weit wie vorher. Bisschen weiter rein. Hier verbinden natürlich. Dann wieder so hoch. Wir könnten. Ja. Nachdem, wie gut ihr malen könnt. So. Das macht ihr dann so. Ja, ich brauche das Lineal. So, da oben geht er nicht mehr ganz so weit raus. Ups, jetzt habe ich die Kamera angestoßen. Es ist wahrscheinlich nichts passiert, aber so. Dann geht er noch ein ganz kleines bisschen raus. Dann geht das wieder so. Und so. Dann macht er das nochmal. So ein ganz kleines bisschen nur. So. So. Und wenn euch das langt. Bis jetzt bei mir ist, dann macht ihr das so. So, dann habt ihr jetzt einen schönen Tannenbaum hier drauf. Dann geht ihr her, nehmt euch, legt mal den Stift zur Seite, außer ihr wollt noch was nachzeichnen. Dann nehmt ihr euch einen, also ich benutze jetzt so ein Messer hier, oder mal schauen, haben wir noch was Besseres.
Schere, ne, geht nicht. Ich habe auch noch so ein Skalpell hier. Ich lese jetzt mal für euch unter dem Skalpell hier. Ist das quasi immer so. Jetzt machen wir mal den Ständer noch weg da. Wo sieht man mit dem Messer hier? Meine Unterlage war jetzt natürlich scheiße Idee. Könnte man natürlich vorsichtig auch probieren, wenn. So, jetzt fehlt hier schon ein Stück. Ich hätte darunter auch eine Schneideunterlage, aber. Jo. Muss halt ein Messer sein, das schneidet. Ich habe auch noch andere Ausschneidmesser da zur Not. Müsst halt vorsichtig sein, jetzt habt ihr schon mal den Stiel ausgeschnitten. Könnt auch. Abschneiden oder so. So. Wollen wir noch ein anderes Messer besorgen? Ich mache mal kurz Pause. Die Japaner machen geile Messer. So was hier zum Beispiel. Das ist ein schönes Messer zum. Sachen schnitzen. Oder hier dann sieht jetzt nicht ganz. Wenn ihr das sehen könnt, ja so. Das hat so eine spezielle Klinge. Ich glaube, ich nehme erstmal das Kleine. So, ich habe jetzt meine Unterlage wieder sauber geschnippelt hier. Hier.
hier auch noch so. Okay, mit der Schere, also ich habe hier noch eine Schere mir besorgt. So, nächste Eck weg. Also, ihr seht, er wird immer schöner. Das Video wird jetzt auch nicht an Weihnachten passieren, sondern es ist schon älter. Also jetzt habt ihr ja gesehen, wie ich das so raus arbeite immer. Ja, ich werde jetzt quasi das Video stoppen oder pausieren, wie er damals so sagt, und ich werde dann quasi so, ja, Zeitraffer, also immer wieder Bilder noch reinblenden oder so, bis der Baum quasi fertig ist. Ich werde immer wieder Fotos machen und die dann nachher hinten anhängen. Am Schluss werde ich nochmal ein kleines Video wahrscheinlich hinhängen. Baum ganz fertig ist. Also wird einen kleinen Videoschnitt geben. Also
Ciao, 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 sage ich jetzt schon mal. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Jo, hallo Leute, das ist jetzt der zweite Teil dazu. Zu diesem Tannenbaum. Ich mache vielleicht auch einen Zweiteiler. Oder ich mache einen Einteiler. Sorry, mein Handy bimmelt. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe es leicht umgebaut. Ah, Entschuldigung, ich habe noch was. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe mir eine Heißklebe noch besorgt. Eine andere Wand da hinten, dass man das. Wir werden den Baum jetzt hier ankleben. So. Dann habe ich doch ein bisschen Erde besorgt, das seht ihr jetzt nicht, zum da unten bekleben. Und jetzt die Heißklebe, los geht's. So ein Anschlusskabel. Brauche ich mal nachher für irgendwas. Rutscht gerade runter. Da hinten noch was hinspritzen. Soll jetzt halten. Akkudose. Mal die Heißklebe da wegnehmen. Ja, okay. Damit schneide ich es zu. So, jetzt haben wir das fixiert.
So, ich zeige euch nachher dann voll aus, wenn er fertig ist. Und.